Hi zusammen und ganz herzlich willkommen im lang ersehnten nächsten Teil unserer Serie Techniken. Wir wollen Form erkennen und ausmalen. Und nach wie vor gilt, ihr könnt sehr gerne mitmalen. Die Vorlage für dieses Blatt Papier findet ihr als kostenlosen Link unten in der Infobox, falls ihr euch eben diese Malvorlage ausdrucken möchtet. Also legen wir los. In dem ersten Teil haben wir uns ja schon diesen Gefäßen gewidmet. Wir haben eine gläserne Optik, die Terrakotta-Optik und die metallischen Optiken einmal gemalt mit Berücksichtigung der Lichtrichtung. Und Ähnliches werde ich heute mit euch an diesen Blumen zeigen. Und zwar ist es ja so, dass gerade auch Sonnenblumen oder wie hier unten die Lilien eigentlich immer eine Form vorgegeben haben. Lilien sind eher kelchförmig, Sonnenblumen haben ganz, ja, variable Blütenblätter. Ich zeige euch nun aber, wie man mit einer kleinen Technik das eben so hinbekommt, dass die Lilie tatsächlich auch kelchförmig ausgemalt werden kann, obwohl uns die Vorlage hier etwas anderes vorzeigt. Am allerbesten ist es natürlich, ich fange nicht an, euch von der Theorie zu erzählen, sondern wir gehen direkt in die Praxis über. Und zwar habe ich mir einmal hier die Technik vorgenommen, nach außen gewölbte Blütenblätter zu malen. Und hier, auch wenn es eine Sonnenblume ist, ansatzweise versuchen, eine kelchförmige Form zu generieren. Und das tun wir, indem wir einfach uns vorstellen, anhand der Bögen, wie sind die Blütenblätter denn wohl geknickt? Würde das Licht, ich nehme hier einen ganz tollen, keine Ahnung, super hochwertigen Nicht-Fasermaler, würde das Licht also hier aus dieser Richtung kommen, haben wir hier den Punkt, wo das Licht auf das Motiv, nennen wir es mal, trifft. Und hier ist es ein wenig anders. Hier trifft das Licht auf die Enden. Und genau das setzen wir jetzt einmal um. Um es direkt am einfachsten zu erklären, werde ich auch mit der hellsten Farbe beginnen. Bei dem Polychromos habe ich hier das Elfenbein, die 103. Und damit werde ich jetzt eben hier, wenn das das Blütenblatt ist, immer schön die Mitte mit der hellsten Farbe ausmalen. Ruhig auch das dahinterliegende, das kann man nachher noch ein wenig dunkler blenden. Man kann diese Linie natürlich auch immer mal ein wenig versetzen, aber ich mache es jetzt ganz einfach mal eben kreisrund. Immer in der Mitte der Blütenblätter, aber wie gesagt, wenn man auch mal hier oder hier unten was machen würde, mit dem hellsten Ton hat man da tatsächlich auch noch ein bisschen Spiel drin. Aber das kann man dann gut auch mal in einer stillen Minute selber ausprobieren. Hier geht es jetzt natürlich in erster Linie darum, dass ihr die Theorie überhaupt versteht und dann in die Praxis umsetzen könnt. Darum stelle ich mir hier einfach ein runden Kreis vor. Die Form der Blüte bietet das natürlich auch an. Sonnenblumen sind ja an sich schon regelrecht kreisrund in der Blütenblattanordnung. Ich würde das jetzt auch parallel einmal bei der anderen machen. Da haben wir gesagt, wir machen nur die Außenseiten. Auch wenn es jetzt hier an beiden Seiten rein theoretisch bei dieser Kurve auftrifft, würde ich dennoch bedenken, dass hier ja die Blume diesen Punkt hat. Das heißt, ich nehme mal einen dunkleren Stift, dann seht ihr das. Wenn wir die Linie auf die Blüte übertragen, ist dieses Innere, wo die Sonnenblumenkerne drinne sind, in dem Bereich. Und hier sind die Blätter. Das heißt, dass der hellste Punkt nur außen ist.
würden wir jetzt fälschlicherweise, hätten wir das jetzt nicht berücksichtigt, hier auch einen hellen Punkt machen, dann sind die Blütenblätter wahrscheinlich nicht mehr an der Blume dran. So wird wahrscheinlich die Wirkung dann aussehen. Also mache ich das gleiche wie zuvor, nur nicht hier in der Mitte, sondern oben an den Blattspitzen. Hier unten wird natürlich dann auch noch, also unterhalb der hellen Farbe, kommt dann natürlich auch eine andere. Deswegen vielleicht nicht mit zu viel Druck arbeiten, dass man das noch verblenden kann, wenn man es super fein und super perfektionistisch machen möchte, damit wir schöne weiche Übergänge haben. Also ich gehe mal von fest nach leicht. So, da wären wir schon bei Farbe Nummer 2. Und da habe ich mir ausgesucht, das Neapelgelb, die 185. Man könnte natürlich auch ein totales Knatschgelb nehmen. Ich finde aber dieses Neapelgelb, das ist so ein bisschen stumpfer von der Farbe her, ein bisschen natürlicher. Deswegen nutze ich das ganz gerne für Blumen. Vielleicht sollte ich euch einfach nur zur Erinnerung einmal zeigen, dass bei dieser Kurve hier die Blütenmitte ist und das Blütenblatt ist. Einfach nur noch mal als Denkhilfe, damit man es nicht so schnell vergisst. So, den nächsten Ton einmal schön hier herum und ein wenig in den, nennen wir es mal, Reflexfarbe einblenden. Ich nehme mir jetzt auch nicht zu viel Druck. Dennoch bleibt die Farbwahl natürlich euch überlassen. So, sieht schon etwas merkwürdig aus, aber vertraut mir, das wird noch. Und dasselbe machen wir jetzt hier, allerdings nur unterhalb. Also wir gehen hier von hell nach dunkel. Und wir kommen zur nächsten Farbe. Es ist das 183, die 183, die lichte Ocker. Und gehen wieder an den zuvor aufgetragenen Farbton heran. Die Farbe würde ich jetzt tatsächlich auch so als Endfarbe für die Spitzen nehmen. Ich möchte schon, dass mein Blümchen hier ihren sonnenblumentypischen Charakter beibehält. Wobei hier bei so größeren Blättern, da kann ich noch mal einen dunkleren Ton machen. Ich sage ja, ich male viel spontan. Dann sage ich immer, mach so und so. Und dann sage ich, so geht aber auch. Aber so ist das in der Kunst oder beim Malen allgemein. Dass mitten im Prozess dann doch
mal eine Umentscheidung kommt und man ein bisschen mehr, ja, Varietät reinbringt. Und dasselbe hier unten. Da werde ich jetzt aber nicht so ausgiebig arbeiten, da wir ja noch dunklere Farben vor uns haben. So, bevor wir zur nächsten Farbe kommen, widmen wir uns nochmal der Sonnenblume, der wir eben entgegen ihrer Natur eine gewisse Kelchform verpassen wollen. Ich denke, das ist auch eine ganz schöne Technik, wenn man in so klassischen Malbüchern malt, wo ja teilweise auch viele fantasievolle Blumen vorgegeben sind und man kann eben durch Veränderung der Lichtreflexpunkte am Blütenblatt doch irgendwie ja so ein bisschen für Abwechslung sorgen, damit die Blumen nicht alle irgendwie gleich aussehen, wie ja geklont, sondern eben in der Blütenform unterschiedlich ausschauen. Das gibt noch mal so ein bisschen, ja, Abwechslung, wie ich sagte. Von daher dachte ich mir, dass diese Tutorials euch eben auch ein wenig weiterhelfen. Und das ist ja mein persönliches Ziel, dass, wenn ihr das Gefühl habt, ihr, naja, lauft auf der Stelle, würde ja nicht passen, ihr malt auf der Stelle, dass ihr so eben diesen Klickmoment dann im Köpfchen bekommt. So mache ich das jetzt, so versuche ich das jetzt. Und schwupps, seid ihr wieder ein Treppchen aufgestiegen. Das Schöne beim Malen ist ja, die Treppe an sich in der Kunst hat ja eigentlich kein Ende. Es gibt ja nicht den Maler überhaupt. Das ist so toll einfach, weil es eben keine Grenze gibt und die Geschmäcker ja auch unterschiedlich sind. Aber wenn man vielleicht noch etwas lernen kann, was man zuvor, wo man von selber nicht drauf gekommen ist. So eine Momente habe ich auch. Dann ist das immer sehr motivierend, finde ich. Was habe ich denn hier ausgesucht? Braunocker, die 182, wird jetzt die nächste und vorletzte Farbe. Bei dieser Blume werde ich die einmal hier an den Spitzen ansetzen, die noch frei sind. Ich habe ja nicht alle bis oben hin ausgemalt, auch wenn ich es eigentlich wollte. Aber ich denke, so hat man noch ein bisschen mehr Spiel in den Blütenblättern. Das ist ja nicht ganz so akkurat. Herumstehen heißt es nicht. Dem Himmel entgegengereckt sind. Irgendwie sowas in der Art. Entfaltet. Ich trage ja alles in sehr mäßiger Schicht auf, sodass ich dann eben noch schön einmal mit dem Gelb dann drüber blenden kann.
aber schon kräftig genug, dass man den Farbton erkennt. Und ich finde jetzt schon, obwohl wir bei der vorletzten Farbe sind, sieht die Blume auch gar nicht mehr so merkwürdig aus wie am Anfang, nachdem wir erst zwei Farben benutzt haben. Normalerweise arbeite ich tatsächlich auch von dunkel nach hell. Aber ich dachte mir, es ist einfacher, erstmal direkt zu zeigen, wo das Licht liegt auf dem Blütenblättchen. So, und bei der anderen Blume gehen wir wieder weiter, einfach von oben nach unten. Da gibt es im Prinzip nur eine Richtung von hell nach dunkel. Und nicht wie bei der linken Blüte, von der Mitte nach außen und von der Mitte nach innen. Hier geht es nur von außen nach innen. Man kann es dann natürlich auch zum Schluss noch so schattieren. Wer mag, nimmt ein ganz, ganz dunkles Braun für die Gelbtöne. Oder man ist ganz mutig und nimmt etwas Schwarz. Und dann kann man nochmal die überlappenden Blätter so ein bisschen deutlicher hervorheben. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt wollen wir hier erstmal die grundlegenden Farben auftragen. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich zwischendurch in den Zeitraffer-Modus schalte, damit wir eben nicht so ein super langes Video wieder haben. Ich möchte eure wertvolle Zeit nicht zu sehr bestehlen. Und einschlafen sollt ihr ja auch nicht. Ich kenne das selber, wenn man beim Malen zuguckt und sieht, wie ja die Farbe aufs Papier fließt, sag ich mal. Das kann schon echt müde machen. Nicht, weil es so langweilig ist, sondern weil es echt entspannt. Ist das bei euch auch so? Im Einzelfall bin ich, glaube ich, nicht. Also nicht in der Hinsicht. Letzte Farbe habe ich mir Caput Mortuum, die 169. Ist ein sehr, sehr, ja, man könnte sagen, ein braunlastiges Rot. Oder ein sehr rotes Braun. Aber ich finde, das passt immer wunderschön zu gelbfarbenen Blüten oder bräunlichen Blüten. So, und was ich vorhin angesprochen habe, dass man so ein bisschen mehr Dynamik hineinbekommt, ist, wenn man hier zum Beispiel so ein stark geschwungenes Blütenblatt hat, wo ich hier so ganz bisschen an der Spitze auch nochmal abdunkeln, so hat man das Gefühl, dass das hinten nochmal so ein bisschen wegknickt. Nicht jedes Blatt, aber so hier und da. So, das reicht mir schon. Dann gehen wir wieder zu der kelchförmigen Sonnenblume. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man den Außenrand heller lässt. Dann hat man nochmal die Wirkung, dass die Blütenblätter an sich so ein wenig eingefaltet sind.
kann man dann ja an der Stelle zum Beispiel mit einem dunklen Gelb machen oder mit dem Ockerfarbton, den ich vorher benutzt habe, dass es einfach auch so ein bisschen hervorstehend bleibt. Hätte ich natürlich bei der Blüte jetzt auch machen können, aber ich denke mir, dafür braucht es kein extra Tutorial, das bekommt ihr so hin. Hier ist das Blütenblatt ja ein wenig übergelappt, deswegen lasse ich es hier ein bisschen dunkler. Genau wie hier hinten. Hätte ich alles auch bei der, ich weiß, sei gnädig mit mir. Hätte ich doch schon längst. So entweder wie so ein V oder wie so ein U gedanklich vorstellen. Hier lappen die Blätter an beiden Seiten drüber, also mache ich es hier nicht. Hier aber wieder schon. Und da wieder nicht. Hier mache ich es nur auf einer Seite, weil hier das andere Blütenblatt herüberlappt. So eine Technik geht natürlich auch nur bei ausreichend großen Motiven. Je kleiner die Blüten auf einem Motiv sind, desto schwieriger wird das auch wirklich. Da ist es manchmal ganz gut auf so, nennen wir es mal super pingelige Details zu verzichten. Aber ich glaube, sonst ohne eine Lupe wird das sonst sehr schwer. So, ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Blume und nehme nicht das Ocker, sondern doch, ich nehme den lichten Ocker, aber den spitze ich mal eben an. Ich muss mal den Griff ölen. Jetzt, das ist natürlich der Vorführeffekt, jetzt quietscht er nicht. So, mit dem lichten Ocker gehe ich jetzt einmal hier an den hell ausgelassenen Stellen bei. Male die eben aus. Kann natürlich auch noch einen helleren Ton wählen, wenn man mag. Aber hier ist sie ja eigentlich eher kelchförmig. Jetzt verblende ich hier noch mal ein wenig nach oben mit etwas mehr Druck. Und dann verblende ich nochmal mit dem Neapelgelb. Die Spitzen lasse ich aber in Elfenbein. Und dasselbe mache ich natürlich auch mit der anderen Blüte. Ich nehme den lichten Ocker. Ist das überhaupt der lichte Ocker? Jep. Und verblende hier einmal schön. Und passe auf, dass ich nicht in den Lichtreflexbereich damit reinblende. Sonst wird es ein zu tüchtiger Übergang. Jetzt kann man natürlich hier noch
kann man das durchaus ein wenig hochziehen. Hier könnte man rein theoretisch, weil das hier ja zwischen den Blättern liegt, den Reflexpunkt einmal abwählen. Nenne ich es mal. Dann bekommen wir auch diese Blüte noch wunderschön natürlich hin. Die Spitzen werde ich gleich mit einmal verblenden. Habe ich mir gerade überlegt, weil dann müssen wir nur einmal herum. So, da war ich stehen geblieben. Hier lasse ich den Reflexpunkt auch einmal verschwinden, weil das Blütenblatt ja hier gut verdeckt ist von den anderen Blättern. Hier lasse ich ihn jetzt einfach mal noch da. Und nochmal mit dem Neapelgelb auf den Reflexpunkt achten. Der wird zum Schluss nochmal mit dem Elfenbein gesättigt. Und hier würde ich jetzt nämlich auch einmal drüber malen, aber eben mit dem Neapelgelb, nicht mit dem dunklen Ocker. Und Elfenbein. Und ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, ich werde jetzt kein Schwarz benutzen, sondern Van Dyck Braun, die 176, und werde mir jetzt hier noch mal insbesondere die tiefer liegenden Blätter hier unten einmal abdunkeln. Zumindest an dem Punkt, wo sie an den Blumenstempel kommen. Da kann man auch so ein ganz klein bisschen. Das Blatt liegt hier nun wirklich gut versteckt unter den anderen. Einfach immer da, wo das eine Blatt beim anderen überragt, einen kleinen Schatten generieren. Oh je, wer die Challenge mitbekommen hat. Pro abgebrochene Stiftspitze wandern 50 Cent ins Glas. So langsam füllt es sich. Ich müsste mal ein größeres Glas anschaffen. Und das Schlimme ist, in letzter Zeit habe ich leider gar nicht so viel malen können. Dafür ist das schon gut gefüllt. Und ich habe hier voll mit der Spitze. Naja. Mit der Spitze, naja. Ach, wie vorsichtig ich gerade wieder male. Es hält jetzt vielleicht 2-3 Minuten an und dann wird wieder Gewicht auf den Stift gebracht. Auch das gleiche mache ich nochmal hier an unserer zweiten Sonnenblume, um nochmal ein bisschen die Tiefe zu betonen. Thank you.
So, als allerletztes würde ich dann noch mal den Blumenstempel mit euch machen. Sonnenblumenkernchen sind ja jetzt so im Prinzip nicht zu erkennen. Ich würde jetzt einfach dasselbe Prinzip in der Mitte machen wie mit den äußeren Blättern. Genauso wie bei der, die wir ein wenig ja, kelchförmig gemalt haben. Als Lichtfarbe, nicht erschrecken, habe ich mir Kobalttürkis hell ausgesucht, die 154. So bei manchen Sonnenblumen, wenn die so ja, ganz frisch und in voller Pracht in der Sonne stehen, dann irisieren diese Kernchen ganz gerne. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Wachstumsstadium, aber dann können die echt so grün-blau schimmern. Ich finde das total schick. Und dachte mir, das mache ich hier auch. Bei Blume 2 nur außen. Und bei Blume 1 mittiger. Dann nehme ich nochmal das Van Dyck Braun. Blende das hier so leicht in das Türkis hinein. Sieht total merkwürdig aus, weil ich gerade einfach nur drüber male. Aber ich nehme gleich noch einen weißen Stift. Und dann betone ich das Ganze noch mal ein wenig. Schwarz. Hier muss ich gleich noch mal mit dem Blau einmal bei, das ist nicht richtig deckend. Gehe ich auch einmal in die Mitte und einmal hier so ein bisschen am Rand entlang. Einfach um so ein bisschen Kornstruktur anzudeuten. Da werde ich jetzt auch noch mal mit dem Blau drüber blenden, um eben so ein bisschen diesen Schimmer zu generieren. Hier werde ich gleich noch mal ein bisschen mit dem Braun drüber. Dass es nicht zu grell wird, dann sieht man ja gleich die weißen Pünktchen gar nicht. Da ist das kleine Helferlein. Ich nutze immer ganz gern den Uniposca, den PC1MR in 0,7 mm. Da kann man recht gut kleine oder kleinste Pünktchen mit generieren, wenn man ganz leicht das Blatt tuschiert. Und das werde ich jetzt hier einmal hier und einmal da ein wenig machen, um noch mehr so ein bisschen Struktur in den Blütenstempel zu kriegen, sodass man auch das Gefühl hat, dass die Blumenkernchen, die ich alle übergemalt habe, eben doch ein wenig reflektieren. Das war's schon. Bei der kelchförmigen Blüte habe ich vergessen. Also wäre ich eine Figur aus der Sesamstraße, wäre ich denke dran. Der, der alles vergisst. Wollte ich noch ein wenig mit Schwarz nachbetonen. Jetzt aber. Und jetzt sehen wir, obwohl, ich nehme mal hier ein Schmierblatt, dass die Sonnenblume hier
doch die Wirkung hat, als wäre sie in der Mitte am tiefsten und die Blätter würden so ein wenig zu uns ragen. Schauen wir uns jetzt die andere Blume an. Haben wir das Gefühl, dass die Blätter eben wie in einem Bogen gewölbt sind. Und so könnt ihr verschiedenste Blumenmotive unterschiedlich ausmalen, für Abwechslung sorgen, für Varietät sorgen und natürlich auch hier und da ein bisschen Spielerei noch einbauen. In dem letzten Teil werde ich mich dann mit euch zusammen an die Lilienblüten wagen. Obwohl die von Natur aus schon eigentlich eher kelchförmig sind, werdet ihr sehen, wir bekommen sie in beiden Varianten, ebenso wie bei den Sonnenblumen, wunderbar schön gestaltet. Ich denke, ich werde so, ja, natürlich im Pink bleiben. Vielleicht werde ich sie in der Mitte hell machen, aber das ist ELA-typisch, entscheide ich wahrscheinlich dann wieder spontan. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig neues, kreatives Wissen vermitteln und dass ihr es vor allen Dingen auch gut umsetzen konntet. Ein Däumchen nach oben würde mir auf jeden Fall zeigen, dass euch das Video gefallen hat. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar, falls ihr Fragen habt oder Fragen offen geblieben sind. Ich versuche sie auf jeden Fall schnellstmöglich zu beantworten. Und ja, damit sind wir jetzt am Ende angelangt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch wieder im nächsten Video mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt gesund und kreativ.